Hey YouTube, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Match Blood Bowl 3 in der Season 2 mit dem Sauhaufen. Diesmal haben wir uns mal wieder von Barry snipen lassen. Wie das Ganze ausgegangen ist gegen seine Pro-Elfen, schauen wir uns jetzt gerne an. Wenn ihr euch das Ganze mal live anschauen wollt und vielleicht auch mal reinsnipen wollt, schaut euch das Ganze auf Twitch an. Da streame ich montags bis freitags 20 Uhr, montags, donnerstags und freitags meistens erstmal mit Blood Bowl. Wenn ihr Lust habt, mit anderen Leuten, die Interesse an Blood Bowl, Tabletop-RPGs und so weiter ein bisschen zusammenzurücken, dann kommt einfach mal in meinen Discord. Ich habe euch den Link unten in die Beschreibung gepackt. Aber jetzt ohne Umwege ab ins Match. Und wir gehen ins Match gegen... Du hattest Mitleid mit mir, dass ich in der Warteschlange bin. Ich darf wieder deine Elfen verhauen versuchen. Gut. Dann hau ich da doch mal drauf, würde ich sagen. Ich gehe jetzt aggressiver rein. Die Pro-Elfen werden gleich Platt-Elfen sein. Oh. Komm, alle 70.000 raushauen. Ich brauch ein bisschen Zeugs. Kags. Cheerleaders. Wizard. Was? Nein, Wizard nicht, bitte. Vor allem nicht für 70. Was hat er denn? Er hätte... Oh, das... Wen könnte ich eigentlich als Starspieler nehmen? Der ist sexy. Der ist schmerzhaft und da haben wir natürlich den Frosch. Fröschen. Oh, ist der sexy. Ach, ich kann auch Hackflem nehmen. Ich kann Helmut nehmen? Kann irgendwie jeder Helmut und Morgan Thork nehmen? Kommt mir so vor. Und die Münze fliegt. Beginnen. Oh, du darfst aussuchen. Ja, glaube ich auch. Das sind so die Schlampen von Blood Bowl. Wer genug zahlt, darf sie mitnehmen. Ja, aber der hat dann wenigstens noch ein bisschen... Okay. So. Nein, die stehen falsch. Egal. Mein Fehler. Ah, hat er wieder nie aufgepasst, der Kollege. Das ist nicht symmetrisch. Die Symmetrie muss stimmen. Hätte meinem Rotter ja noch eine Zufallsfähigkeit geben können. Boris. Aber Underworld zählt doch schon fast als Chaos, oder? Aha. Du willst also rechts rumgehen. Bump. Na toll. Was kannst du eigentlich, Bienchen? So viel rumbummeln. Sehe da ein Schema. Oh. Oh. Schlamm quetschen. Das werde ich gleich versuchen. Na komm, der hat gerade voll ihm in die Hände gespuckt. Ist ja widerlich. Push me. Das ist doof, dass das ein Blocker ist. Warum hast du nicht den Lineman genommen?
Warum habe ich jetzt das Lied Ich bin dagegen im Kopf? Schlammquetschen, das muss ich mir merken. Ich habe da eine ganz, ganz blöde Idee jetzt bei dem Wort. So eine ganz blöde. Oh dear. Das könnte doch in einem Pen and Paper eine Sportart sein. Schlammquetschen. Eine Mischung aus Sumo und Schlammwrestling. Wer zuerst aufhört zu atmen, hat verloren. Ich bin eigentlich voll da. Also bitte. Oha. Faules Spiel. Na? Aber sofort ab vom Feld. Alles gut. War's das wert, ein 35.000er Rotter gegen einen Lineman zu tauschen bei dir? Die sind recht teuer, wenn ich mich recht entsinne. Komm, lauf hin, Wackeline. So, Ballkontrolle. Rein da. Roll in den Ball. Ich hab nicht gesagt, Fall in den Ball. Folgen. Belly flop. Everybody do the flop. Du, ihr müsst beide rushen. Das ist ja doof. Dann geht mal er hier hin. Er kuschelt mit ihm, gemeinsam mit ihmchen hier. Du. Echt jetzt? Das ist dein freaking Ernst. Das geht mir gerade so ein bisschen auf den... Nja. Okay. Gut, dann so. Bei der dritten Version? Hä? Moment. Was? Troll vom Dienst. Oh, ich glaub's ja nicht. Der stinkt auch, wenn er liegt. Keine Angst. Der hört nicht auf zu stinken. Der stinkt nicht. Was machst du eigentlich? Warum? Der stinkt doch gar nicht. Ach so. Boah. Doof, ne? Wie war das mit der Ballkontrolle? The attacker has an assist. Oh. Kommst du mit? Ach komm. Lass mich doch nicht allein da langlaufen, Mensch. Na, langsam nicht mehr. Also langsam ist es schon recht stabil, muss ich sagen. War schon schlimmer. Oh, und er rennt. Er rennt, wie er noch nie gerannt ist. Er rennt schnell. Und da kommt der Pass. Oder auch nicht. Weil er stinkt immer noch. So, dann fangen wir doch mal hier an. Jawohl. Umhauen. Stehen bleiben. Dann würde ich sagen, blitzen wir doch mal. Oder?
Geht doch. Folgen! Squish! So. Jetzt dreht ich. So. Du darfst jetzt dahin laufen. Das ist mir noch nie passiert, interessanterweise. Also nicht seit Season 1. Season 1 ist mir ganz am Anfang mal passiert, aber seitdem gar nicht mehr. Knockout für den, wunderbar. Habe ich gar nicht mehr. Ich musste ein bisschen was an meiner Grafikeinstellung ändern, aber seitdem absolut keine Probleme mehr. Ja, in der Beta, vorher alles. Vorher Bugs. Die Beta war eine Katastrophe. Da konntest du, also die Early Beta, da konntest du ja auch nur Menschen und Orks oder auf jeden Fall nur zwei Teams spielen. Oder drei. Das war eine Katastrophe. Grafisch und auch spieltechnisch. Aber was inzwischen draus wurde, es war ja auch eine sehr, sehr Early Access Beta. Also es war ja sehr früh, dass die das gemacht hatten. Inzwischen habe ich keine Probleme mehr damit. Einzige, was ich hatte, ist, dass es mir die Grafik einmal komplett runtergeschraubt hat und ich es nicht gemerkt habe nach einem Patch. Ah, Schiebung! Ja, und nun liegt der Ball da. Toll. Also gut gemacht, Barry. Ja, ja. Lass ihn denken. Der spielt strategisch im Gegensatz zu mir. Der schaut sich auch die Chancen an. Absoluter Humbug. Oh, schön. Da kommt der erste Touchdown. Ich muss mehr Elfen auf die Bank befördern, glaube ich. Einer ist definitiv zu wenig. Da müssen mehr weg. Da müssen mehr auf die Ersatzbank. Seid ihr doch auch der Meinung, oder? Die müssen tiefer in den in den Boden eingearbeitet werden. Natürlich töten. Was denn sonst? Ich spiele Nurgle und nicht Skaven, also. Oh, ach, Barry, danke. Echt? Ach so, ich dachte, du stellst mir jetzt alle in die erste Reihe, dass ich überall mal draufhauen darf. Man darf ja noch hoffen und wünschen. Come on. Genau, einmal kaputt hypen. Kuscheln! So, wo kommt denn die Kuscheltruppe? Da. Ich weiß, dass der da zu viel ist. Der kommt hier hin. Der kommt dahin. Du kommst dahin. Du darfst hier mitspielen. So. Mhm.
Oh nein, warte. Das ist definitiv eine falsche Aufstellung, die ich hier mache. Das brauchst du mir auch nicht sagen, das merke ich selber, dass ich irgendwo auch jemanden haben sollte, der den Ball annehmen kann. So eine Idee. Und bevor du es mir sagst, ja, du hast recht. Kick off! Ja, das waren echt nur zwei Züge. Wünsche dir auch einen schönen Abend und ja, vielen Dank für den Wunsch für gutes Verhauen. Sehr passend. Rainer. Mampf. Erster Mampf. Are you The player's down. Turnover. Ich war derjenige, der umhauen wollte. Deine, nicht meine. Gott. Ja, genau. Mäh. Wir wollen Blut und Spiele. Brot und Spiele. Nein, Blut und Spiele. Stimmt schon. Sehr schick. Ich finde die Animation von den Elfen, wo sie kopfüber stehen, so cool. Deshalb habe ich sie auch beim letzten Video als Thumbnail genutzt. So, irgendwas muss ich jetzt zu Brei hauen. Mir egal was und wie fest. Es muss Brei werden. Mir würden jetzt so viel schlechte Witze einfallen, aber dann bin ich gesperrt. Ja. Du baust einen Käfig um ein leeres Feld. Zum Wohle miteinander. Na bitte, irgendwann muss es doch mal schief gehen. Leg dich hin. Brav. So. Aufstehen. Ballsicherheit. Nee. Natürlich. Natürlich. Folgen. Na bitte. Fall um. Warum immer die Rotter? Der hat jetzt schon 6 Starspielerpunkte. Wollt ihr mich eigentlich komplett mobben? Natürlich nicht. Spielername Ballsicherheit. Ja, ich glaube, das wird der Rotter mit den 6 Starspielerpunkten. Der sorgt für Ballsicherheit. Oh. Nö. Einfach nur nö. Der stinkt und ist hässlich. Ich finde es schön, dass die so stinken und so hässlich sind, dass keiner draufhauen will. Aus der Angst, dass man sich irgendwas holen könnte. Hm.
Ballsicherheit wird, glaube ich, mein nächster Pestigor. Oh! Ich glaub's ja nicht! Get up or get off the field. Und da kommt der nächste Blitz. Nö. Nichts Effektives. Kannst mir auf Ball schubsen, wenn du willst. Oder davon weg. Ist auch okay. Echt jetzt? Also langsam wird's deprimierend. Barry, ich muss wohl noch mehr hier auf die Bank hauen. Okay. Diesmal bitte nicht so Nee, mein Humpen ist sauberer als Faros Humpen. Der wird regelmäßig gereinigt. Achso, du meinst die Bloater. Ja, die haben was von Faros Humpen. Das stimmt. Warum ist der eine eigentlich nicht umbenannt? Ich habe doch alle, dachte ich. Muss ich nachher nochmal nachschauen. Ja, Aufstellung bleibt dabei, würde ich sagen. Ich muss ihm unbedingt ein Ballsicherheits-Upgrade schenken. Irgendwie. Der braucht irgendwas zum besser aufnehmen oder sonst irgendwas. Und der Wurf! Timeout! Sehr schön. So. Selbes Spiel. Hauen um. Wunderschön. Stehen bleiben. Smash! Hauen um! Na bitte! Stehen bleiben. Hey, 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 nicht auch noch anstacheln hier. Sind meine. Boah, darfst stehen bleiben, würde ich sagen. Und du haust ihn wieder zurück. Ping-Pong! Folgen! Bamf! So. Hi ho. Alles ablegen. Bitte legen Sie alle Wertgegenstände und Elfen ab. Das ist doof, der kommt hier nicht dran, oder? Doch. Uff. Aber so. Nee. Aber an den kommt er dran. Gut. Aber zuerst Ballsicherheit! Well done. They have the ball now. Geht doch. Spring da mal drauf. Und hüpf. Schade. So, heb mal deine Elfen auf hier. Unmöglich, wie das aussieht. Aber ich habe nicht genug Züge zum Touchdown machen. Das ist jetzt doof. Nee. You know, I often think Blood Bowl might be better if we just got rid of the whole ball thing. Was machst du? Was könnte er jetzt tun? Die Reichweite von deinen Leuten ist halt einfach abartig. Es klingt immer so besonders erotisch, wenn Elfen aufstehen. Kriegen immer ihren halben Orgasmus. Ja. Ah, ich sehe, du willst links rum. Oh, der Blitz auf. Mmh.
Ich will deine Leute verletzen. Ich. Ich will Starspielerpunkte. Da hilft es mir nicht, wenn du deine Leute selbst verletzt. Könntest du das bitte unterlassen? Ach komm schon. Da war. Rein da. Okay. Schubsen wir da zurück. Nein. Schubsen mal vor. Folgen. Du darfst den hier mal schubsen. Ach komm, leck mich doch am Abend hier. Meine saudoofe Bestie steht da und schaut doof in der Gegend rum. Überleg gerade, wie viele Teams gibt es eigentlich ohne Bestien? Also ohne Big Guys. Es gibt Hexen, also Dunkelelfen. Zwerge haben so einen temporären Big Guy. Nö. Der stinkt zu sehr. Jetzt kann ich nicht mal mehr einen Touchdown machen. Ich wollte eigentlich mit ihm hier dann Ball vortragen. Meine Güte. Lass mir das doch. Der Bloater sieht gleich au. Der Bumsbuben Bernd. Nein, Bernd. Muss der Blitzer... Knockout. Okay. Nehme ich. Also, es gibt die Dunkelelfen, die High Elfen oder Elfen. Stimmt, die Elfen haben auch keine. Das war's, glaube ich. Oder? Fehlt mir jetzt noch wer? Der dodgt einfach so. Ich glaub's nicht. So, rein da. Ich meine von denen, die jetzt im Spiel sind gerade. Bamf. So. Du auch. In mein letzter Zug, von daher. Wie viel brauche ich? Eine 3. Nee, das geht auch besser. Da geht auch auf die 2. Na, es geht nicht unter 3. So ein Scheiß! Und. Knockout. Rache! Ja, eben. Jeder außer Elfen hat. Und einfach mal so. Weil, warum nicht? Oh mein Gott! Are you fucking serious? Und da steht er wieder, der Dicke. Dünnes Team. Sehr dünnes Team. 7 Leute auf dem Feld. Oh, schön, er verteilt sie mir etwas mehr. Das ist angenehm. Dann kann nämlich er hier rausgehen, er da rausgehen und ansonsten passt die Aufstellung. Weil die Big Guys sind zwar cool, aber so oft wie die, selbst wenn es nur eine 1 ist, auf die sie failen, so oft wie sie failen, ist halt teilweise echt... Oberi. Oberi. Nichts Persönliches. Das weißt du ganz genau. Oh, he seems a little stunned, doesn't he?
agility, his strength. Da geht's doch rein in den Blitzer. Was? Dein Blitzer hat Sidestep? Interessant. Das wusste ich gar nicht. Alter, jetzt geht's aber los hier bei dir. Ja, auf die 6 kriege ich hin. Vom Feld mit ihm. Ja. Okay, dann nicht. Oh, du noch dahin. Du bist. Yeah, always wear underpants, because you never know who might be looking. Some of these cameras work both ways. Nice shirt, by the way. Ei. Nö. Der stinkt. Der stinkt hart nach Matt. Hast du doch inzwischen gemerkt. Der stinkt ganz fatal. Mark my words. Oh. This guy's got legs that would put a grasshopper to shame. Nö. Was? Der steht jetzt auf mir? Naja, fast keine Bugs. Ja. Okay, die Big Guys sind gar nicht so schlecht. Aber sie failen halt immer noch genau in den falschen Momenten. Ich meine, du kennst es vom Troll. Wie viele Snotlinge hat er dir inzwischen gefressen seit der Season? Müssen doch auch schon einige sein, oder? Ey, komm, wenn der das jetzt nochmal schafft. Ich hätte so gefeiert. Ich hätte so hart gefeiert. Warum rennst du denn? Ich will doch gar nichts tun. Ich bin doch ganz lieb. Will nur kuscheln. Genau, komm zum Kuscheln. So, als erstes mal der Kuscheltrupp. So rum bitte. Leck mich doch. Ich meine nicht in der Liga, ich meine generell in der Season. So, da liegt einer. Ach ja, fuck. Es ist ja ein Blitzer, die können ja bei dir alles. Leck mich doch. Da bleibe ich doch gleich, wo ich bin. Such's dir raus. Oh, komm, zu meinem Ballträger. Da willst du doch eh hin. Weißt du doch. Ja, schön. Ah, okay. Ich dachte, es wären mehr gewesen, weil du dich so drüber... Sag mal! Na bitte, geht doch! Liegt da endlich! Oh,
Du stehst an wem? An wem stehst du denn? Oh, ja. Boah, das ist assi, dass man das nicht sieht. Ganz ehrlich. Squish. Yay! Tod und Verderben! Blood, Death and Vengeance! Du gehst mal dahin. Und du gehst dahin. Und du darfst nochmal springen. Bam! Nichts passiert. Nichts passiert. Keine Angst. Alle leben noch. Mehr oder weniger verwundet. Jetzt wollte ich doch mal schauen. Gebrochenes Genick war irgendwas ganz... Ja, Agility. Mhm. Nicht so cool. Ja. Ja, ja. Da hat mein, haben meine Roger insgesamt mehr von meinen Leuten getötet. Oder mehr oder weniger so ausgeschaltet, dass sie als tot zählen. Darfst mich drücken. Max, nochmal. Push me. And then just touch me. Cause I can't get my satisfaction. Mutelig. Mutelig. Warte, hier war doch gerade noch einer. Warte, was? Diese Elfen. Ja. Fangen wir doch mal. Oh, er ist ja really stupid. Stimmt ja. Komm, geh mal unterstützen. Deinen Kumpanen hier. Kriegt das doch auch sicher. Folgen. Nein! Warum? Ein Stoßgebet, Genaffel. Du Arsch! Hm. Echt jetzt? Echt jetzt? Drückt mich auf den Ball. Genau das. Klopf. Och, komm schon. Hoppala. Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Den Werfer. Den. Wir haben noch zu wenig Gewalt auf dem Spielfeld. Definitiv. You know, I may actually say something witty and insightful soon. I'm just waiting for the players and the coach to do something. Anything. Please, just be interesting. Du kannst noch mit drei Leuten was machen. Mhm. Mhm. Und der Pass. Danke. Er hat einfach mal kurz seinen Arm hochgeworfen. Whee. So, Ballsicherheit herstellen. Fangen wir doch mal hiermit an. Da ist nicht schwer zu entscheiden, wo der hinfällt.
had a gold crown for every player in my career. Well, I could start my own team. Jawohl. Los, der raus. Ich hab immer noch den Bribe. Fangen wir da an. Ach, leck mich doch am Abend. Wie oft denn noch? Verdammtes. What a bunch of incompetent kids. If I had my way, I'd flog them all. Es kann doch echt nicht wahr sein, oder? Zweimal in Folge. Turn end durch einen Two-Die-Skull. Nuffel, du Arsch. Oder ich schaue in die falsche Richtung, kann auch sein. Und, ja, das wird vielleicht sogar ein Touchdown. Nicht verdient, wenn ich das mal so da sagen darf. Nicht verdient. Irgendwas muss ich dir noch tothauen. Es tut mir leid. Egal wie. Und der nächste Versuch. Na, aber jetzt. Und Touchdown. Oder stallst du? Nein. Oh, du stallst? Oh? Du gibst mir noch die Chance? Herzallerliebst. So. Dann. Oh, ich habe jetzt schon die T1 gesehen. Mein Puls. Also was? Leck mich. War's wert. War's komplett wert. Ja, stimmt schon. Have you looked at Facetome recently, Bob? Did you know you have a fan club? Oh, der Foulversuch auf meinen Rotspawn. I see. Aber der müsste doch... Ja, der hat Regeneration und so ein Zeugs. Der dürfte es eigentlich überleben. Ja, easy. Na komm, bring das Ei nach Hause. Diese Würfe. Diese Würfe. So, 6 Spieler muss ich noch vom Feld hauen. Kriege ich hin. Und die einzige dauerhafte Verletzung hast du dir selbst zugefügt. Grandios. Okay. Auf geht's. Ja, ich würde das eine Feld, so viele Rerolls, wie du noch hast. Du hast noch 4 Züge. Kann man doch mal einen rauswerfen, du hast eher einen bekommen, glaube ich. Nee, der bleibt schön da. Der weiß, was gesund ist. Der bleibt auf der Ersatzbank. Der tut nur noch so, als wäre er K.O. Der hat keine Lust. Ach. So, scheiß auf Ballsicherheit. Tod und Verderben. Am, hinterher. Squish. Nächste. Squish.
Next. The attacker has an assist. Squish. Folgen. So. Schaut doch schon mal schön aus hier. Die erste Reihe gefällt mir schon mal. Dahin. 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 Hm. Na gut. Stehen bleiben. Da, drauf da. Der will's nicht anders. Knockout. Und Ball holen. So. Auch eine Art, einen Käfig zu bauen. Wir sperren Elfen ein. Oh. Der einzige Spieler, den ich kenne bis heute, der Jump nutzt. Der einzige. Sonst kenne ich niemanden, der diese Fähigkeit mal nutzt. Oh. Nick. Sehr schön. So. Und nachlaufen. Zack. So rum. Und pushen. Natürlich. Folgen. Mhm. 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 Ja, 6 plus. Und jetzt ein Pasch. Will mal den Bribe nutzen. Nö. Okay. Ja. So. Und so. Dahin. So mag ich das. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Okay. Hast du recht. Die 2-1er beim Dodgen waren schon ein bisschen eklig. Och nö. Jetzt kommt hier ein Blitz oder wie? Komm, jetzt hab du mal 2 Schädel. Nee, aber fast. Och schön. Bin nicht der Einzige. Das ist doch schon mal sehr, sehr befreiend. So, also. Du gehst dann von hier rein. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Du haust hier drauf. Ach, leck mich doch. What? Das pummelige Hummelchen. Ich war... Bitte? Es steht 3-0. Oder es ist... Die meisten Verletzungen hast du dir selbst zugefügt. Oder ein paar davon. Du hast dir den Genickbruch selber zugefügt. Du hast dir beim Dodge einen nochmal selber zugefügt. Also es gibt heute Elfen-Ragout. Aber ich denke, du könntest sogar noch einen 4. Touchdown kriegen, oder? Nee? Nee. Kannst nicht mehr. Wenigstens das. Ah, 3 Spieler hast noch auf dem Feld. Komm. Ah, oh Gott.
Und wirf ihn! Wirf ihn! Komm, für die Starspieler mal. Zu spät. Ja, das war die letzte Runde. Schönes Spiel mal wieder. Chaotisch, aber schön. Oh Gott. What's wrong, Bob? Let's hope that it happens soon, then. Please! Es stehen halt beim... Oh, vier Spieler beim Endtanz. MVP ist... Oh! Das gefällt. Das gefällt gar sehr. Dankeschön. Ups. 6 Punkte auf Bummelbienchen, 3 auf pummeliges Hummelchen. Warum 3? Ja, definitiv. Nee, bei dir waren, glaube ich, 2 längerfristig verletzt. Also so schlimm ist es gar nicht. Punktemäßig haben wir eindeutig verloren. Aber die Verletzungen waren auf unserer Seite. Also nicht, dass wir verletzt wurden, aber haben ganz schön reingehauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Auch kommentieren ist immer gerne erwünscht. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.